Im Rahmen dieses Videos besprechen wir die Formeln des Rechtecks. Wie immer können wir aus einer Skizze wichtige Informationen für die Formeln herleiten. Wir sehen, das Rechteck hat vier rechte Winkel. Das heißt, wir können den Flächeninhalt über den rechten Winkel berechnen, in diesem Fall a mal b. Das heißt, der Flächeninhalt des Rechtecks wird berechnet mit a mal b. Auch beim Umfang sehen wir von der Skizze, dass a zweimal vorkommt und b zweimal vorkommt. Daraus leiten wir die Umfangformel ab, die lautet u ist gleich 2 mal a plus 2 mal b. Man kann aber auch den Zweier herausheben, dann lautet die Umfangformel u ist gleich 2 mal Klammer a plus b. Soweit zum Flächeninhalt und zum Umfang. Jetzt kommen wir zum Pythagoras. Auch hier liefert uns die Skizze wertvolle Informationen. Wir sehen, die Hypotenuse ist in diesem Fall die Diagonale d. Sie befindet sich gegenüber dem rechten Winkel und die Hypotenuse wird mit plus ausgerechnet. Daher formulieren wir d² ist gleich a² plus b². Wenn ich jetzt in weiterer Folge d ausrechnen möchte, ziehe ich die Quadratwurzel und unter der Wurzel bleibt nach wie vor a² plus b². Der Umkreisradius vom Rechteck hat auch etwas mit der Diagonale zu tun. Der Umkreisradius wird nämlich berechnet, r ist gleich, indem ich die Hälfte der Diagonale berechne. Also der Umkreisradius vom Rechteck ist die Hälfte der Diagonale. Kommen wir noch zu den beiden Katheten. Zuerst die Kathete a. Die Grundformel lautet a² und bei Katheten haben wir dann immer Minus. Und zwar wird hier von der Hypotenuse d² die andere Kathete b² abgezogen. Wenn wir das nachher noch berechnen und die Quadratwurzel ziehen, lautet die Formel unter der Wurzel die Wurzel d² minus b². Schlussendlich noch die Kathete b. Die Grundformel lautet hier b² ist gleich d² minus a². Katheten werden immer mit Minus berechnet, und zwar wird von der Hypotenuse die andere Kathete jeweils zum Quadrat abgezogen. Und wenn wir auch hier die Quadratwurzel ziehen und die Seite b direkt berechnen wollen, schreiben wir hin, b ist gleich die Wurzel aus d² minus a². Damit hätten wir auch alle Formeln im Rahmen des Pythagoras besprochen. Die Hypotenuse, den Umkreisradius, die Kathete a und die Kathete b. Übt diese Formeln gut ein und bis bald hier wieder auf diesem Kanal.